Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 19 Co-op Spielerkette zusammen mit Jan. Hi. Hi. Und wir spielen heute gegen den FC Bayern München. Ich sehe gerade, ich bin Top-Torjäger mit 8 Toren jetzt. Junge, ich bin sogar vor Lewandowski. Das kann sich im heutigen Spiel dann auch nochmal ein bisschen ändern. Ich bin mega gespannt. Das wird das deutsche Derby hier. Dortmund gegen Bayern München. Mega, mega krass. Das war ja für euch auch letztes Wochenende, glaube ich. Mega krass, in der letzten Folge haben wir bei Jan mega gut gespielt und ich hoffe, dass wir auf meinem Kanal dieses Mal auch mega gut spielen und nicht wieder irgendwie auf meinem Kanal verkacken. Ja, wir sind Dritter, Bayern ist Erster. Wenn wir jetzt gegen sie gewinnen, wäre das absolut wichtig und dann rücken wir mit einem Punkt auf sie und das ist heftig. Also, let's go. Mega Spiel, das wird echt ein mega Spiel. So Leute, wir spielen wieder zu Hause. Im Signal Iduna Park. Was ein Hammerspiel. Ich hoffe, dass es auch wirklich so Hammer wird. Wie man sich es immer vorstellt. Ja. Einfach gewinnen. Gut spielen, wie in Jans Folge. Da bin ich sowas von glücklich. Ha. Natürlich könnt ihr auch kostenlos abonnieren. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Ja. Würde mich freuen, wenn ihr auch auf meinem Channel abonniert. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Playlist könnt ihr auch abchecken. Rechts oben beim i verlinkt und jetzt würde ich sagen, let's go! Leute, übrigens hat unser Trainer ein bisschen durchgemixt und will hier ein paar neue Spieler testen. Vor allem, weil auch schon ein paar wirklich nicht mehr ganz so fit sind. Wir zwar auch nicht, aber uns braucht er im Sturm einfach. Und ich meine, nach dem Spiel haben wir eine Woche Pause, bis das Spiel gegen Mainz kommt. Ja, das sehen wir auch noch in der heutigen Folge. Junge, ich gegen Lewandowski. Junge. Ich bin voll krank, Alter, dass ich gegen den Lewandowski... Dass ich dieses Bild da nicht richtig anzeige. Ich meine, ja, das ist auch voll dumm. Das finde ich echt bescheuert. Aber trotzdem, dass ich mit Lewandowski mithalten kann, freut mich auf jeden Fall. Ja, da glaube ich aber, das sieht man in der Torjägerliste, das ist jetzt neu, dass man sieht, in wie vielen Spielen die eingesetzt wurden. Also er hat, glaube ich, in weniger Spielen so viele Tore gemacht. Und ich habe in 2-3 Spielen mehr auch 1-2 Tore mehr gemacht. Reus ist wieder da. Gut, dass der nicht rausgenommen wurde. Reus ist back. 1-0 in der 9. Minute. Oder halt 8. Keine Ahnung. Torhymne. Yes. Zu Hause gegen die Bayern. So ein frühes Tor gegen Platz 1. Und diesmal ist es nicht Platz 1 Stuttgart, sondern Bayern. Ja. Ja. Also das ist schon mal eine größere Ansage hier. Läuft. Oh. Was war das für ein Pass? Alter. Ich lasse den Ball einfach liegen und lauf weg. Sagt er noch, mein Pass ist verhungert, Junge. Deine ist komplett gestorben auf dem Weg. Was? Lol. Junge, wie es fast jedes Mal klappt, Alter. Das ist einfach viel zu OP. 2-0. Yes. Junge, die Bayern, Alter, sind bisher richtig, richtig stark. Sind richtig dominant. Ja, und dann kommt hier mal ein Vorstoß. Gut, den Ball habe ich aber auch gut abgefangen da hinten. Also, da haben wir dann den Vorstoß. Das ist so der Shit. Ja, man muss es halt können, ne? Das ist halt die Sache. Wenn man es kann, ist es halt der Shit, ja. Aber, ja, 2-0, habe ich nichts gegen. Kann man auf jeden Fall machen, obwohl die Bayern eigentlich recht gut spielen. Yo, yes. Reus! Junge, erste Halbzeit, 3-0. Und Reus mit seinem zweiten Tor am heutigen Tag. Alter, das läuft ja mal mega. Du freust dich gar nicht mehr, ja. Doch. Ja, ich hab doch gesagt, Torvorlage. Ja, wow. 3-0 gegen die beiden. Oh, Torvorlage, nice. Da muss da muss richtig aus dir rauskommen, Junge. Yes, Alter. 3-0 gegen und die Bayern. Und heim sogar, Junge. Die zu Hause, boah, wir. Dortmund, wir gehen jetzt richtig gezeigt ab. Die letzten beiden Folgen anscheinend. Wieso? Richtig ab. Nicht schon im schon seit DFB-Pokal. An, ja. Oh, seit DFB-Pokal aus. Seit der DFB-Pokal-Schlappe läuft's. Ja. Da haben sie sich mal irgendwie zusammengerissen. Jetzt vielleicht die Chance für uns.
Jo. Ja. Ja. Der hatte auch Bock, Mann. Den kriege ich. Halbzeit, Leute. Erste Halbzeit vom ersten Spiel. 3-0 in die Halbzeit zu gehen. Mit einem Tor. Und Jan hat auch eine Torvorlage. Zwei, oder? Du hast sogar zwei Torvorlagen, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Oder hast du nur eine in dem Spiel? Ich glaube, nur eine. Ist egal. Jedenfalls, richtig gut. So soll es weitergehen. Danach ein bisschen Pause. Und gegen Mainz, Junge, da wird es dann noch krasser. Goal. Aus Solidarität verlieren sie. Oh, shit. Hier kommen sie auf jeden Fall mit dem Anstoßtreffer durch James Rodriguez. 3-1. Schickes Tor, muss man sagen. Hat er auch gut getroffen. Ja, haben sie wieder gut gespielt. Also sie spielen eigentlich nicht schlecht. Die drei Tore doch eher ein bisschen glücklicher, aber Glück braucht man ja auch mal, ne? Hatten wir jetzt lang nicht mehr. Also oft genug Pech, sagen wir es so. Yes. Komm. Jetzt aber. Ja, komm schon. Jetzt aber. Ganz großes Kino. Yes. Ganz, ganz groß. Hallo. Das klappt einfach nie. 4-1 durch den Konter mal wieder. Die Bayern auszukontern macht Spaß. Vor allem, wenn es gelingt. Starker Pass von dir. Eine neue Vorlage, Torvorlage. Und der Goalgetter schlägt mal wieder zu. Da bringst du die Werte dann doch manchmal. Ja. Nicht immer, wenn man passen will oder so. Aber ja. Er hat 60% Ballbesitz. 40% haben wir bloß. Aber wie gesagt, das ist halt dieses Auskontern gegen die Bayern, das wir momentan echt gut hinbekommen, was auch echt Spaß macht, dass wir es halt eben so gut hinbekommen. Hier schon wieder. Eventuell könnte das nächste Tor werden, die nächste Torchance. Das ist Luftloch. Ja. Bats. Der Torhüter war viel zu weit draußen. Ich habe ihn halt rausgeholt, das war scheiße. Ja. 4-2. Ja, wieder ein Anschlusstreffer. Wie gesagt, sie sind auch eigentlich gut, die Bayern. Sie belohnen sich nur nicht für die Chancen. Und wir kontern sie aus und machen die Dinger. Bullshit. Junge. Ja, richtig gut. Aber es ist aus. Das deutsche El Clasico endet mit 4-2. Wir haben gewonnen und kommen auf einen Punkt ran an die Bayern. Tordifferenz ist jetzt auch besser. Mega nice. So Leute, eine kleine Pause jetzt bis zu meinem Spiel. Das tut den Spielern natürlich gut. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass wir wieder auswärts... was heißt wieder? Wir haben ja gerade daheim gespielt. Aber dass wir auswärts jetzt dann gegen Mainz, die Platz 13 sind, dass wir gegen die ziemlich, ziemlich gut abschneiden und eventuell auf Platz 1 kommen, je nachdem, was die Bayern halt machen. Wir starten direkt rein, labern nicht lang rum, let's go! Und guckt euch das an, Leute. Jan hat einfach eine 75 schon. Ich habe nur eine 73. Läuft bei dir auf jeden Fall. Und wir sind auf jeden Fall wieder alle fit. Das ist mega cool. So, da wird sich warm gemacht. Und wir sind heiß auf dieses Spiel. Gegen Mainz. Mit frischen Kräften geht's hier rein in das Auswärtsspiel. Hoffentlich wird es genauso gut wie gegen Bayern. Vielleicht sogar noch besser, weil die Mainzer jetzt nicht ganz so gut sind. Wobei Mainz eigentlich immer eine ganz, ganz giftige Mannschaft ist. Habe ich immer so empfunden. Ja, mal gucken. Wir sind ja auch giftig, ne? Muss man ja so sagen. Ja. Wir sind. Sehen wir sogar direkt hier. Konter Dortmund seit einigen. Der Schuss war jetzt nicht getimefinished. Mit einem grünen Ding. Musste ich aber nochmal eindrehen. Also, es hat jetzt nicht ganz so perfekt funktioniert wie manchmal, wenn ich dann komplett durch bin, wie ungefähr hier. Da bin ich dann komplett durch und da ist er dann drin. Ja. Nice. 6 Minuten. 6 Minuten hat es gedauert bis zum ersten Treffer. Leute, geht's bergauf? Man weiß es nicht. Sieht ein bisschen Sieht so aus. Ja, sehr schön abgeschlossen. Auch wenn da noch welche in der Mitte waren, habe ich nicht mehr überlegt. Ich dachte, komm. Safe. Das 11. Tor, Junge. Krank. Der Goalgetter. Jetzt vielleicht mal wieder kurz vor der Halbzeit. Eventuell die Chance. Nee. Der geht ins Nirvana. Ab dafür.
Oh, da sneakt er sich rein. Kriegt den Ball aber nicht aufs Tor. Schade. 1-0 nur. Mainz verhindert die Konter. Also 1-0 ist immerhin 1-0, aber ja, wir wollen dieses Konterspiel. Und das hat immer gut funktioniert jetzt in den letzten 4 Spielen. Ja, das verhindert Mainz so ein bisschen. Die rücken sehr, sehr gut auf. Sind auf jeden Fall am Start. Crazy. Mittwoch, Donnerstag, sowas. Oh, ja, da ist er voll drin. Auch mal wieder ein Tor. Nach einer Flanke. Wie so oft. Wichtig. Wie so oft nach einer Flanke. Ja, jetzt. Sehr gut. Du machst die echt voll oft nach einer Flanke. Ja, du bist der Flankengottabnehmer. Oh, meine Kamera ist aus. So, Leute, jetzt bin ich wieder da. Synchro. Nice. Alter, da bist du richtig hingesprungen. Sind reingedrückt. Ich habe nicht unbedingt 100% das erwartet, Junge, dass ich da noch rankomme. Oh, du standst aber so ein wichtiges 2-0. Das ist tatsächlich ein wichtiges 2-0. Du standst echt gut, also. Schickes Tor. Ja, das war ein super Pass. Oh. Komm, oh. Er geht rein. Sehr schön. Aber er war noch echt eine schön. Torvorlage. Er war echt schön, dass ich mich dafür einen Lupfer entschieden habe und dass der auch reingegangen ist. Mega. 3-0. Nochmal hier in der Nachspielzeit. Schicker Pass, dass kein Abseits war. War auch super. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass er Abseits pfeift. Aber, ja. Deiner da noch hinterher gerätscht. Ja, nice. Ich hatte Angst, dass er irgendwie nicht. Ja, war ja gut, dass du noch da warst, weil wenn er gegen Pfosten wäre oder so, dann wärst du auf jeden Fall da gewesen. Ja, zweimal gewonnen. 4-1 gegen Bayern. Ne, 4-2 gegen Bayern. Und 3-0 jetzt hier gegen Mainz. Viermal hintereinander gewonnen. Zweimal auf deinem Kanal, zweimal auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob wir vorher nochmal gewonnen haben, ich glaube aber nicht. Also, nee, ich glaube, da war das. Ich glaube, das war das DFB-Pokal dann, das letzte. Wieder eine 9,5, ey. Ich habe voll gute Bewertungen in letzter Zeit immer. Ja, gut, das war's von der Folge. Wir machen jetzt ein Aufnahmepäuschen. Nehmen erst wieder in ungefähr 1,5 Wochen für euch auf oder 2 Wochen ungefähr. Ja, ich bin gespannt, wie wir dann drauf sind. Ich hoffe immer noch so gut wie bisher. Haben uns jetzt ein bisschen eingespielt. Danke fürs Zuschauen, abonniert beide Kanäle, schaut auf die Playlist einfach mal. Und dann würde ich sagen, lasst mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Ciao.